Aus den Schmieden der Zukunft, wo Innovation auf Unverwüstlichkeit trifft, erhebt sich eine neue Ära der Fortbewegung, der Tesla Cybertruck. Ich hatte heute das seltene Glück, dieses Meisterwerk in echt bestaunen zu dürfen und glaubt mir, dafür bin ich verdammt dankbar. Auch wenn es nur ein kurzer Moment war, habe ich versucht, euch mit auf diese Reise zu nehmen. Lehnt euch deshalb entspannt zurück und ich wünsche euch viel Spaß mit dem folgenden Video. Was ist am Cybertruck am beeindruckendsten? Die massive Front oder die ikonische Silhouette? Oder auch die 2,6 Sekunden von 0 auf 100? Oder einfach auch die Tatsache, dass wir hier einen Cybertruck haben aus den USA, der gestern noch in Kalifornien stand und jetzt per Flieger hier neben uns steht. Mein Name ist André von eFuel und ich freue mich wirklich mit Gänsehaut zusammen, euch dieses Fahrzeug zu präsentieren. Nach dem Intro geht's los. Bevor wir mit dem Video durchstarten, möchte ich erstmal ein dickes Dankeschön hinter dem jungen Mann geben, der hinter der Kamera steht, denn das ist der Toni. Und der Toni hat das hier erst möglich gemacht, dass wir jetzt hier auf deutschem Boden stehen und neben uns einen Cybertruck haben, den wir in- und auswendig uns anschauen können. Das ist echt krank, Toni. Vielen Dank, wirklich. Dieser Cybertruck stand wirklich gestern noch in den USA, in Kalifornien. Der kam jetzt über Nacht per Fracht, Luftfracht hierher und steht jetzt hier und... Ja, was soll ich euch sagen? Er ist nicht mal mehr Serie, sondern er hat schon eine Folierung drauf. Ich nenne das eher mal so British Racing Green. Sieht gar nicht so schlecht aus. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr die Folie findet. Und an sich ist das natürlich die Founders Edition. Das heißt, wir haben ja auch den Allrad-Dual-Motor. Und dementsprechend freue ich mich wirklich, hier jetzt zu stehen und euch das Fahrzeug zu präsentieren. Wusstet ihr, dass 63% der Pickup-Fahrer da draußen nie irgendwas ziehen? Da gab es jetzt eine Studie in den USA. Das heißt, diese 5 Tonnen Zugkraft, die wir hier beim Cybertruck haben, sind eindeutig überdimensioniert. Toni, ich würde sagen, wir gehen mal vor zur Front. Die Front begeistert mich echt brutal. Es ist natürlich ikonisch mit dieser riesigen Fläche hier. Aber man muss auch sagen, wir haben hier diese LED-Leiste. Und viele von euch denken jetzt vielleicht, oh, das ist ja immer ein brutales Licht, was das abstrahlt. Ist aber gar nicht der Hauptscheinwerfer. Der Hauptscheinwerfer sitzt hier unten. Und man sieht hier zwar so kleine LED-Fetzen, sage ich einfach mal. Aber ob das wirklich matrixfähig ist, kann ich jetzt noch nicht sagen. Was ich aber sagen kann, dass wir hier unten das erste Mal, in meinem Fall, was mir bekannt ist, dass wir das erste Mal hier eine Kamera verbaut haben. Und natürlich, ich bin 1,90 Meter, ist dieses Monster hier einfach gigantisch. Der Cybertruck hat einfach den längsten, so kann man es echt formulieren. Dieser riesige Scheibenwischer ist ein Monster hoch 10, muss natürlich auch diese komplette Scheibe abdecken. Deswegen hat Tesla sich entschieden dafür, dass wir hier wirklich nur einen Wischer verbauen, der aber über die komplette Fläche geht. Und diese Glasscheibe, Toni, wenn ich es nicht anders sagen soll, aber dieses, das ist gigantisch, oder? Hast du schon mal sowas gesehen? Nee. Das ist doch krank, oder? Nein. Es reflektiert auch ein bisschen, wenn du das mal so siehst. Das heißt, wir haben hier vielleicht sogar eine polarisierte Scheibe, also Sonnenschutzscheibe. Ja, der Cybertruck stand, wie gesagt, gestern noch in Kalifornien. Und ihr seht auch, wir haben hier leichten Sahara-Staub auch noch drauf. Also die Kombination ist wirklich echt brutal. Aber ich habe zum Toni gesagt, wenn wir jetzt schon mal die Gelegenheit haben, dieses Biest hier stehen zu sehen, dann müssen wir es auch nutzen. Deswegen freue ich mich wirklich, dass wir ein paar Sequenzen für euch einfangen können. Was mir ein bisschen nicht so toll gefällt, muss ich echt sagen, ist diese riesige Plastikfront hier. Das merkt man auch. Ja, aber wie willst du es denn anders machen? Das Verhältnis vom RWD zu AWD zu Cyberbeast muss einfach effizient sein. Das heißt, Tesla hat hier ein Augenmerk drauf gelegt, die Teile so gleich wie möglich zu haben, so einfach wie möglich zu pressen mit den Gigapressen und natürlich die Kosten, die Herstellungskosten so weit wie möglich nach unten zu drücken. Und Toni zeigt es gerade schon, kommen wir mal zu diesen fetten, watzigen Reifen. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Die haben nicht nur ein oberes Profil, sondern auch ein kleines Seitenprofil, um wirklich im Schlamm sich gut rausgraben zu können. Und wenn wir mal die Reifendimensionen anschauen, die Felge sind 20 Zoll. Die gibt es aktuell auch nur in 20 Zoll im Angebot bei Tesla direkt. Aber die Dimensionen sind rundherum 2,85, Querschnitt von 65 und dementsprechend halt die 20 Zoll. Aber es ist absolut watzig, oder Toni? Ja, krank. Also ich. Und da gibt es noch Radkappen für, ne? Da gibt es auch noch Radkappen für. Die sind hinten auf der Pickup-Ladefläche. Sind aktuell sogar bei Tesla, wie ich gehört habe, ausverkauft. Also haben wir echt Glück, dass dieses Fahrzeug es auf jeden Fall hat. Und Toni, komm mal bitte her. Wenn wir hier mal so reinleuchten, dann sehen wir da hinten,
das adaptive Luftfahrwerk. Das ist ein riesen Luftbike, kann man echt so sagen. Das ist Wahnsinn, oder? Das ist der größte, der je überhaupt mal bei Pickups gesehen oder verbaut wurde. Also das ist schon krank. Wir haben hier eine Federrate, die wir hoch und tief steuern können von 30 cm. Das ist so viel, Leute. Das ist so viel. Wenn nicht sogar noch mehr. Ich weiß jetzt nicht, 30 cm. Aber es ist gigantisch, Leute. Und einfach ultra imposant, das jetzt hier auch mal berühren zu dürfen. Hier haben wir auch eine Kamera. Wenn wir mal genau reinleuchten, sehen wir natürlich auch den rötlichen Stich. Das bedeutet, Hardware 4 ist hier dementsprechend auch verbaut. Viele in Deutschland bemosern ja den Fußgängerschutz. Ich muss tatsächlich sagen, wenn ich mir das anschaue, die Kanten sind teilweise echt sehr spitz und scharfkantig. Muss man so sagen. Aber wenn ich jetzt hier mal, ich bin mit meinen 1,90 Meter mal hinschaue, käme ich genau, oh hier, auch mal mit Film, war. käme ich mit meinen 1,90 Meter genau in diese frontale Ecke. Aber ich muss echt sagen, ist das störend? Ist es so massiv? Ich hätte mir das eher noch wulstiger vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Guckt euch doch mal einen Ford Ranger an, den es in Deutschland auch gibt. Der hat auch eine so eine Pickup-Front. Wenn du vor einem Bus fällst oder steigst, dann ist ja, das auch weg. Ja, ne? Deswegen, also ich verstehe gerade nicht ganz, wo ist das Problem, Leute. Muss ich jetzt mal echt mal sagen. Ist es das Scharfkantige oder was? Schreibt es mal in die Kommentare. Wie gesagt, das ist einer der ersten überhaupt und dann schon gleich mit Luftfracht hierher gekommen. Mich wundert nur ein bisschen, muss ich echt sagen, wie viel hat der Käufer hier in Europa bezahlt? Weil ihr müsst euch vorstellen, die Verzollung, die Luftfracht, das Teil überhaupt zu ersteigern, das ist krank, Leute. Also das ist eigentlich schon fast von Tesla-seitig illegal, weil Tesla hat zwar die Klausel rausgenommen, aber eigentlich sollen keine Weiterverkäufe innerhalb der nächsten 12 Monate passieren. Hier ist es jetzt so, egal, weiter geht's. Wenn wir uns dieses, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, dieses Dreieck uns mal anschauen, dann verstehe ich auch, warum diese ganzen Promis, Kim Kardashian, Kanye West und wie sie alle heißen, dieses Fahrzeug hypen und auch wollen. Also es ist echt massiv, sowas mal zu sehen. Unbeschreiblich, wie hat Marques Braun gesagt, es ist ikonisch. Und so ist es wirklich. Toni, oder hast du schon mal sowas gesehen? Nein. So ein bisschen von dieser Stahloptik, von diesen Kanten, würde ich sagen, den DeLorean. Der hat so ein bisschen den Touch davon. Aber hier das jetzt als Pickup zu haben, in diesem Ausmaß, ist echt Wahnsinn. Ich bin 1,90 Meter, wie gesagt. Und ihr seht auch, er ist um die 1,80 Meter groß, das Cybertruck. Je nachdem, wenn ich den jetzt hochpumpen würde, natürlich noch größer. Aber an sich, wow, alles kantig hier. Hier kantig, da kantig. Außer die Reifen, das ist einzige Runde eigentlich, kann man so sagen. Toni, jetzt kannst du mal rankommen. Wenn wir jetzt hier nämlich gerade sind, ihr seht gar keine Türgriffe. Das heißt, ihr müsst hier diesen Button drücken, um die Tür zu öffnen. Wenn ich das mal mache, passiert das genau so aus. Das heißt, wir haben hier locker mal so, ich würde sagen, 5 cm, wo die Tür aufgestoßen wird. Und eine Frage im Tesla-Forum USA war schon, was ist denn, wenn ich in Kanada bin und alles vereist ist? Das heißt, dieser Knopf auch. Tesla selber hat sich darauf geäußert und gesagt, dass bis zu einer 2,5 cm Eisschicht es kein Problem ist, dass das Fahrzeug die Tür aufdrücken kann. Also echt interessant. Und wenn wir uns mal die Tür angucken, das ist ja Wahnsinn. Leichten Flugrost sehe ich hier. Aber ansonsten ist das einfach brutal wuchtig. Das muss ich messen. Das muss ich jetzt einfach mal messen, wie breit diese Tür ist. Das sind, um ehrlich zu sein, 28 cm. Wir machen es mal richtig rum. Um die 28 bis 30 cm. Das ist brutal, Leute. Das ist brutal. Gehärtetes Stahl, habt ihr ja selber schon gesehen, diese Schusstests und was weiß ich alles. Mit dem Hammer, Cyberhammer und so, genau. Also es ist echt heftig, muss man so sagen. Und das Kuriose ist, ihr seht hier so einen kleinen Stempel. Ja? Auf den müsst ihr mal achten. Und zwar, pass mal, ich mache die Tür nochmal zu. Und wenn ich jetzt hier drücke und dann achtet mal auf den Stempel, der fährt dann wieder rein. Das heißt, es ist auch keine Verletzungsgefahr, dass die Tür wieder zufahren kann, ihr die Finger dazwischen habt. Das ist ganz wichtig. Kommen wir zu der Heckpartie. Auch richtig mächtig. Ich finde, das ist hier ein bisschen zu viel Plastik. Das geht ja bis hier unten hin. Das sind auch locker 40 cm breites Plastik. Hier haben wir nochmal Rückfahrleuchten im Prinzip. Dann hier oben eine Kamera. Und ja, die komplette Front lässt sich händisch öffnen. Also ist nicht elektrisch, muss man gleich dazu sagen. Denn beim Ford F-150 Lightning, wo auch noch ein Video zu kommen wird, habe ich das auch getestet und da ist es elektrisch. Aber ist an sich nicht schlimm. Außerdem, wenn wir mal hier reinschauen, haben wir die Steckdosen. Das Fahrzeug kann bidirektional laden. Ihr könnt sogar, wenn ihr wollt, euer Haus damit versorgen. Mit 11,5 kW Ausgangsleistung.
Und das reicht im Durchschnitt, kann man sagen, für 3 Tage. Das heißt, gerade wenn ihr in der Hurricane-Saison seid, in Florida oder, ja, wo gibt es noch Hurricanes? Eigentlich Florida, wa? Dann könnt ihr damit entspannt beim Stromausfall mit dem Cybertruck zusammen euer Haus versorgen. Autos versorgen, andere Teslas, andere Elektroautos damit laden, ist alles überhaupt kein Problem. Und diese Fläche hier, dieses Material, wirkt sehr robust. Es sieht einfach heftig aus. Wir haben ja noch die Aero-Kappen drin. Die sind, wie gesagt, glaube ich, gerade bei Tesla ausverkauft. Und hier natürlich auch das, ja, Dach. Das kann man im Prinzip zuziehen. Bedeutet, ja, auch mal, wenn man was transportiert hat, was vielleicht dann auch regnet oder sowas, kann man es einfach auf und zu machen. Super entspannt, muss ich echt so sagen. Und wenn wir jetzt gerade mal dabei sind, möchte ich mal, ja, das ist auch beleuchtet, genau. Sieht man sogar in dem Video. Und weißt du, was ich mache, Toni? Ich nehme jetzt hier das Maßband und wir gehen mal bis hinten hin. Warte mal, dafür nehme ich das mal zur Seite. Toni, wenn du mal hinten filmst, siehst du, dass wir hinten angestoßen sind. Und hier sehen wir 1,85 Meter. Mit Ladedings sind wir bei fast, ja, sind wir bei 2,45 Meter. Das ist imposant. Das ist echt imposant. Und ich habe gehört, dass man sogar noch die Rücksitze wegmachen kann. Und dann könnte man im Prinzip noch weiter Stauraum schaffen. Gerade wenn man dann später mal campen will oder sowas, ist es wirklich kein Problem, dass man sich hier reinlegen kann. Also dieses Teil, ich liebe es. Wenn Tesla es schafft, dass wir in der EU auch einen Cybertruck bekommen, vielleicht mit ein bisschen runderen Ecken, dann kann ich euch versprechen, werde ich bestimmt den Drücker machen und dieses Teil kaufen. Weil Pickups, ich sag's euch ganz ehrlich, finde ich einfach toll. Ihr könnt hinten mal Getränkekisten draufschmeißen oder Essen und so weiter. Das ist überhaupt kein Problem. Das Verrückte ist, mein Opa hatte damals einen Nissan Navara und irgendwie hat es mich geprägt, muss ich echt sagen. Toni, wie findest du? Wie findest du Pickups? Mega? Ja, geil, absolut. Hör mal. Ja, was soll ich denn sagen? Hör mal, ey. Ich bin geflasht. Ich habe keine 2 Stunden geschlafen, wo ich das Ding gestern gesehen habe. Oh, ist brutal, oder? Ist Hammer. Einfach Hammer. Den live zu sehen, im Fernsehen und bei YouTube mal, die amerikanischen gesehen, die ganzen Videos, aber live, das Ding ist schon beeindruckend. Hör mal. Ohne Mist, ey. Das haut dich um. Würdest du einen kaufen, wenn es den in Europa gibt? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ich habe ja einen vorbestellt. Ach, du hast sogar, ja, 3 Minuten, wo die reservierbar waren, habe ich einen reserviert, ne? Die 150 Euro, was das waren damals, ich weiß nicht mehr genau, ne? Ja. Habe ich direkt auf den Knopf gedrückt. Mal schauen, ob der jemals nach Europa kommt. Ich will nicht zu viel raten, aber ich glaube, Tesla ist dran, sagen wir es mal so. Und Leute, schaut gerne mal beim Toni in seine Gruppe, Facebook-Gruppe vorbei. Die nennt sich? Only Tesla Fans. Und ist ganz cool eigentlich, ja. Das ist nicht nur cool. Nur lockere Typen, nur lockere Menschen, keine Hater, die schmeißen alle raus, ja. Richtig so, wird aufgeräumt. Toni räumt auf. Und was ich auch sagen will, wenn ihr noch mehr Impressionen haben wollt, schaut in die Gruppe rein. Toni verlinkt dort noch einiges an Videomaterial und Fotos, die ihr noch nie so gesehen habt. Wahnsinn. Ja, mache ich heute. Leute, also, ihr wundert euch vielleicht, wo wir auch hier sind. Es sieht ein bisschen kurios hier aus, würde ich mal behaupten. Aber es ist wirklich super nett. Auch der Besitzer bzw. der Importeur ist super nett. Und wir laden das Ding hier gerade über die Steckdose. Ja, Toni hat hier noch ein bisschen ausgeholfen. Wenn wir hier mal drauf schauen, seht ihr das? Da ist sogar der Cybertruck als Icon. Und ja, das kennt ihr ja von den anderen Teslas. Ist grün, bedeutet es lädt. Aber wir haben jetzt das Ding 2 Stunden an der Steckdose dran, wa? Und ja, der Akku hat jetzt gerade mal 1%. Das heißt, er war bei 0%, er hat jetzt erst mal 1%. Das heißt, wir dürfen heute auch nicht fahren oder wir können auch nicht fahren. Aber mir ist es trotzdem unheimlich, also es liegt mir sehr stark am Herzen, dass ich euch das hier mal zeigen kann, weil ich selber hoch 10 feiere. Und wenn wir gerade beim Akku sind, war Toni, das Teil, jetzt muss ich mal ganz kurz nachspicken, hat eine Kapazität von 123 Kilowattstunden. Das ist der größte Tesla-Akku, den ich bis jetzt so kenne oder den Tesla verbaut hat. Und optional kann man sogar mit einem Range Extender dann nochmal 50 Kilowattstunden dazu ballern. Das bedeutet, wenn wir mal hier umschauen, der Range Extender ist im Prinzip einfach nur ein Batteriepaket, was dann hier auf die Ladefläche kommt. Und dann hat man insgesamt dann 173 Kilowattstunden. Das ist dann schon gewaltig. Die Batterie vom Cybertruck ist natürlich wie bei allen anderen Teslas auch im Unterboden verbaut. Wir haben hier eine 800 Volt Technik. Das heißt, an einem V3 Supercharger mit 250 kW laden wir hier maximal auch nur mit den 400 Watt. So, wenn wir jetzt aber zum Beispiel mal an einen Lader gehen, der mehr kann als 250 kW, dann schafft er durch die 800 Volt Technik um die 350 kW Ladeleistung. Und das wurde in den USA schon bestätigt. Das kann ich euch mal einblenden. Da hat er ungefähr mit 335 kW geladen. Echt imposant. Und was Tesla bei diesem Fahrzeug auch das allererste Mal verbaut hat, ist im Prinzip Steer by Wire. Das heißt, wir haben keine
direkte Verbindung oder physische Verbindung mehr von Lenkrad zur Achse oder zu den beiden Achsen. Aber das Ganze funktioniert elektronisch. Das heißt, wir haben hier sogar eine Vierradlenkung, kann man sagen. Eine Vierrad-Allradlenkung, so rum. Das bedeutet, wenn wir bei niedrigen Geschwindigkeiten unterwegs sind, müsst ihr euch vorstellen, gehen die Räder so. Das heißt, wir können deutlich effizienter die Kurven nehmen und ja, haben nicht so einen großen Wendekreis wie beim Model Y. Der ist ja wie ein LKW gefühlt. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Und bei 40 bis 50 Meilen pro Stunde ändert der dann im Prinzip den Mechanismus. Das heißt, wir gehen dann weg von so, sondern sind dann synchron mit den Vorderrädern. Das macht natürlich dann Überholvorgänge auf dem Highway und so weiter super entspannt. Und Toni, du hast gerade was gesagt, was ich super interessant finde, was ich nicht wusste. Ich tausche nochmal durch. Mit dem Prelude. Ach so, ja. In den 90ern gab es so ein System schon mal bei Honda, Prelude. Prelude hatte das Honda Prelude? Prelude 1993, denke ich. So, da hat der Honda Prelude, konnte man als Option eine Allradlenkung wählen. Die hatten aber irgendwie nur Probleme damit. Ich weiß nicht genau. Also. Aber da, genau das gleiche System. Okay, krass. Ja, das mit der 800-Volt-Technik zum Beispiel ist ja auch nicht neu. Ich meine, der Taycan hat das, glaube ich, in 2019 schon gehabt, der Porsche Taycan. Ja. Aber die Zukunft liegt definitiv in der 800-Volt-Technik. Definitiv, ja. Ja. Was das Laden angeht und so weiter, echt super. So, Toni, jetzt zeigen wir den Leuten mal vorne den Frunk. Das heißt, ich krabbel mal rein und wir machen den mal auf. Das heißt, einfach mal auf Öffnen drücken. Der ist elektrisch, das heißt, wir müssen da nichts händisch machen. Und dann haben wir im Prinzip hier den, ich muss es echt sagen, nicht imposanten Stauraum. Denn das ist wirklich nicht viel. Ich kann mal mein Maßband rausnehmen. Dann sehen wir auch noch mal, wie tief der eigentlich ist. Der hat nicht mal 40 cm. Guck mal, das ist krass, oder? Ja. Fast ein Model X hat fast mehr. Also. Zumal, wenn ich jetzt sage, dass ich beim Ford F-150 Lightning mich komplett reinlegen konnte. Das geht hier natürlich nicht. Das ist krass, wa? Der Schriftzug ist Hammer. Also das finden wir auch öfters, zeigen wir euch gleich im Innenraum nochmal. Das ist wie so eine Schweißnaht, hast du gesagt, Tony, wa? Ja, genau. Und das ist wirklich das eigene Logo für den Cybertruck. Wir haben ja drüben natürlich auch den Öffner, falls jemand hier drin gekidnappt wird. Ja. Dann kann man den hier drücken, das ist in den USA sogar Vorschrift. Und ansonsten haben wir hier aber keine Steckdosen. Also ich sehe gar nichts. Man hätte hier ruhig nochmal eine kleine Steckdose reinballern können. Oder, ja, oder Licht. Haben wir hier ein kleines? Aber hier siehst du blankes Edelstahl. Blankes Edelstahl ist das, ja. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, wenn man dagegen haut. Ja. Das ist, oh, tot. Das hat auch noch keiner geschafft, wa? Nee. Das ist mit den Gigapressen möglich. Ja. 9000 Tonnen Druckkraft, das ist einfach imposant, so zu sehen. Hier, Wischwasser. Und Toni sagt gerade schon richtig, hier ist alles eckig. Tesla hat hier nichts rundgelassen, außer die Reifen. Und wenn wir schon gerade hier sind beim Wischwasserstutzen, schaut mal im eFuelershop vorbei, denn wir haben für Model Y und für Model 3 sogenannte Einfüllstutzen, die man im Fahrzeug verbaut lassen kann. Die machen das dann ein bisschen einfacher, dieses Loch zu treffen. Schaut da gerne mal vorbei, ich verlinke es euch unten mal rein. Aber wirklich imposant, oder? Wenn du es nicht innen per Display öffnen möchtest oder per App, kannst du auch hier diesen Knopf drücken. Das heißt, ich drücke den jetzt mal und der Frunk geht im Prinzip wieder zu. Ist ein bisschen versteckt, wenn man mal so guckt. Und ich merke auch hier, wenn ich jetzt mal mit meinen Fingern so ein bisschen lang fühle, es ist leicht scharfkantig. Ist wirklich so. Also dieses Auto ist echt eine Wucht für sich, muss man so sagen. So, ihr Lieben, jetzt gehen wir mal ins Fahrzeug rein. Ey, überall, wo du hinguckst, kantig. Kantig, hier diese Getränkehalter sind kantig, der Rückspiegel ist kantig. Also es ist sensationell, muss man echt so sagen. Aber Nachteil muss ich auch erwähnen, das ist hier Founders Edition, aber Nachteil ist ganz klar die Sicht nach vorne. Das ist heftig und ich kann es gerade echt bestätigen. Ich komme mit meinen Fingern nicht mal bis vorne hin. Das sind gefühlt, das kann ich ja mal kurz messen, oder? Wenn wir mal einfach, wenn wir schon dabei sind, das sind ungelogen 1 Meter bis nach vorne, von hier bis vorne. Und ich erkenne nicht, wo das Auto aufhört. Das ist ein bisschen problematisch und das hat der Marques Braun richtig gesagt. Es ist ein schönes Auto, aber zum Navigieren in der Stadt absolut unhandlich, muss man echt so sagen. Und wenn du hier mal filmst, Toni, das ist die Founders Edition. Also das haben wir ja vorhin auch gesagt, Ambient Light komplett drin, ähnlich wie beim Highland, beim Model 3 Highland. Und hier unten massives Staufach, das ist imposant einfach, kann man auch mal schön auswischen, es gummiert auch und ja, absolut super. Riesendisplay, über 18 Zoll. Aber nicht beweglich wie beim Model S. Nee, der ist meines Erachtens nicht beweglich. Wir können mal in die Settings reingucken. Das finde ich ein bisschen schade. Siehst du den Bildschirm ein bisschen, da können die Leute gleich mitgucken. Hier kann man im Prinzip Drive Mode ganz einfach das Fahrwerk ändern. Dann hier, wenn man was zieht, die Kapazität ändern, Charging. Das seht ihr auch, wir sind bei 1%.
Das ist echt, kann ich hier auch die Kilometer, 6 Kilometer können wir jetzt fahren. Ey, das ist kriminell. Das ist einfach kriminell, muss ich echt so sagen. Und hier hat man nochmal die Outlets, das heißt, habe ich ja gesagt, bidirektionales Laden. Mich wundert gerade ein bisschen, dass hier Powerfeed steht beim Frunk. Da müssen wir gleich nochmal hingehen, weil mir war nicht bewusst, dass am Frunk eine Steckdose war, oder? Nee. Oder wir haben es übersehen. Auf jeden Fall seht ihr hier auch mal die Steckdosen. Hier hinten sind die von der Ladeklappe. Dann Full Safe Driving ist auch so ein Punkt. Das gibt es aktuell nicht für einen Cybertruck. Autopilot und FSD ist noch nicht aktiviert, obwohl es teilweise ja Leute dazu gekauft haben. Gerade beim Cyberbeast. Kurios, aber ich denke, Tesla wird das noch nachliefern. In 2 Wochen. In 2 Wochen, genau. Die Lichter könnt ihr alle hier steuern. Also, ja, was soll ich euch sagen? Display, auf Software gehe ich jetzt mal nicht, weil dann sieht man die WIN. Wow, oder? Ist echt eine Lecke, muss man so sagen. Ich schlag nochmal die Scheiben kaputt. Ich schlag jetzt nochmal die Scheiben. Pass auf, ich mach jetzt meine Tür mal zu. So sieht das aus. Und wenn ich jetzt hier, das ist ein kleines Easter Egg, wenn ich jetzt hier mal so mache, geht die Scheibe kaputt. Wie cool ist das bitte? Und zwar, woran liegt das? Ganz einfach, der Cybertruck wurde in 2019 in Los Angeles, im November war das, glaube ich, von Elon und Franz von Holzhausen vorgestellt. Und dabei ist es halt passiert, wirklich, ihr wisst selber, die Szene brauche ich nicht nachstellen, dass im Prinzip beim Ballwerfen die Scheibe kaputt gegangen ist. Das sah dann genau so aus. Das sind Spielereien, das ist Tesla und das liebe ich einfach. Ansonsten, das Lenkrad kann ich mal zeigen, ist deutlich kleiner als wie, was ich vom Model 3 und so kenne. Und Display 18 Zoll, hier haben wir Staufächer überall, das heißt hier auch nochmal, können wir euch auch zeigen, alles wirklich picobello, Ladeports, hier könnt ihr eure fetten 1,5 Liter oder 3 Liter Gallonen reinballern, um dann schön entspannt zu reisen. Und hinten sieht es dann auch ja, sehr entspannt aus, gerade mit einem riesen Panoramadach ist das echt eine Wucht. Wir haben hier oben eine riesige LED-Leiste, Warnblinklicht ist hier. Dieser Spiegel ist ein bisschen Deko, würde ich behaupten, weil der ist so klein, darauf kann man nicht viel sehen. Der Marques Braun hat gesagt, Tesla, warum macht ihr nicht hier oben einen Bildschirm rein? Ich bin letztens den Megane E-Tech gefahren, der hat hier oben einen Bildschirm drin, das heißt eine Rückfahrkamera und das war super geil. Das heißt, ich muss da nicht irgendwie hier erst rumdrücken, sondern sehe direkt, was geht hinten ab. In den Einstiegsleisten sehen wir auch hier Cybertruck, das ist geschweißt. Also wirklich, da hat sich jemand hingesetzt und das schön eingeschweißt ist Metall auch. Und hier sehen wir die ganzen, im Prinzip, ja, Schalthebel oder Schaltverstellungen für die Sitze sind auch alle kantig. Also ich bin überwältigt über dieses Fahrzeug, riesen Panoramadach und ganz wichtig, was wir in den Tesla Model 3 und Y vermissen, ist dunkler Himmel. Ist hier schon alles drin, seht ihr auch, absolut sensationell. Die Tür massiv, Stauraum auch hier ohne Ende, echt heftig. So, jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, wie mache ich denn die Tür zu? Das heißt, eigentlich muss ich hier so irgendwie ein bisschen packen und dann das zuwerfen. Verursacht natürlich hier, ihr seht schon ein bisschen Fingerdatschen. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber alles im Allen kann man das ja vielleicht durch die Folierung, wie hier zum Beispiel, vermeiden. Richtig cool. Toni hat jetzt schon mal die Tür geöffnet. Die ist, wenn wir uns das mal gerade anschauen, wirklich im 90-Grad-Winkel, war. Also du kannst strack reinlaufen. Die Sitze lassen sich hinten hochklappen. Auch super entspannt. Da hat man nochmal zusätzlichen Stauraum. Wir haben auch hier einen 9-Zoll-Display verbaut. Wenn man das mal in Kontrast hat zu vorne, passt das schön hin rein. Videos gucken, Sitz verstellen, kann man alles darüber machen. Und Platz ist hier auf jeden Fall genug da für insgesamt 5 Personen. Und Toni zeigt auch gerade, der hat eine massive Mittelarmlehne, wo man dann entspannt auch seine Drinks reinpacken kann. Und wir haben jetzt hier nochmal in Konstellation das Model X stehen, um einfach einen Vergleich zu schaffen. Das ist bisher das größte Tesla-Fahrzeug für eine Privatperson gewesen, jetzt den Cybertruck dazu. Toni, es ist beeindruckend, oder? Also das Model X ist nichts im Vergleich zum Cybertruck, gerade in der Länge. Und hier sehen wir auch, wie gerade von der Höhe auch nochmal der Cybertruck raussticht. Und wenn wir das Ganze auch nochmal von der Front anschauen, sehen wir, dass hier locker mal 30, 40 cm fehlen von der Länge. Und was sagt ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare rein, würde mich riesig freuen, hier diesen Vergleich auch einfach mal zu haben. Ich gehe mal ein bisschen zurück, da seht ihr es besser. Es ist wirklich heftig. Dahin kommt auch der Abschlepper, warum? Der wird jetzt noch geladen. Das heißt, der muss noch auf eine weite Reise gehen, kriegt jetzt noch Zollabnahme und so weiter. Ihr wisst, wie es ist. Deswegen war es das von unserer Seite schon. Toni, vielen Dank für deine Hilfe. Und ich würde sagen, mit diesem Anblick verabschieden wir uns und wir sehen uns. Macht's gut, ciao.